Wahrscheinlich wissen die wenigsten jetzt, von wo aus wir heute filmen bei unserem Abendimpuls. Aber bei dem schönen Wetter habe ich mir eine Stelle in unserem Pfarrverband ausgesucht, die wohl die wenigsten von euch gleich kennen. Aber es ist hier wunderschön und gestern haben mich die Holzner nochmal darauf angesprochen, dass hier so eine schöne Kapelle ist, genau zwischen ihrem Hof und der Keuerkirche. Und da filmen wir. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kaya, Astner, Kirchheimer, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, ein wunderschöner Tag ist und darum ist genau der richtige Zeitpunkt, dass wir heute filmen. Und wir sehen auch von hier aus die ganze österreichische und bayerische Alpenkette, nämlich da hinten von Traunstein über den Geisberg, der Dachstein, der Untersberg, der Staufen und dahinter sieht man sogar ein bisschen was vom Watzmann bis Lattengebirge und dann geht es rüber bis zur Kampenwand, glaube ich. Da sehen wir die ganze Alpenkette und ich finde es wunderschön hier an diesem Fleck. Und an diesem Fleck, da haben Mühlhammer oder Kaya, ich weiß jetzt nicht genau, eine Kapelle errichtet und die sieht man das ganze Jahr eigentlich nicht richtig, weil sie auf der einen Seite von einer Hecke, vom Holler verdeckt ist und auf der anderen Seite, da ist im Sommer über der Mais, sodass man sie eigentlich nicht richtig sieht. Da drüben sieht man Pfaffing. Dahinter dann Lobing und Holzen, die einen direkten Blick auf diese Kapelle haben, wenn nicht der Mais steht. Und dann der Waldhang hinter Holzen geht rüber bis Lanzing, das man jetzt ganz schön sieht und auch die Mühle unter Lanzing. Oder Sägewerk. Dann geht es rüber zum Gewerbegebiet von Koi. Und dann sieht man schon ganz weit hinten wieder die Spitzen der Alpen. Was genau für Berg sind, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Und dann wieder der Blick rüber zur Keuerkirche. Und jetzt schauen wir uns das kleine Kabäuerl an, das so versteckt ist, aber von der Familie Lechner vom Mühlhamm immer noch liebevoll gepflegt wird. Übrigens, einen Fußweg hierher gibt es nicht. Man sollte halt nicht direkt durch die Felder latschen, sondern man sollte halt am Rand von den Feldern gehen, aber es ist wirklich bei schöner Wetter ein Spaziergang hierher wert. Und jetzt schauen wir zu dem kleinen Kabäuerl. In das Kabäuerl, da ist die Fatima Madonna reingestellt worden und daneben, ich habe gefragt, was in dem Kabäuerl ist, weil es ja heute das erste Mal sieht, dann hat mir jemand zur Antwort gegeben, irgendein Kapuziner, das stimmt, der Kapuziner, der daneben steht, das ist der heilige Bruder Konrad, der ja in unserer Gegend eine besondere Verehrung gefunden hat. Und an dieser Kapelle, da wollen wir jetzt auch unser Abendgebet beten. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wenn ihr jetzt was singt, dann darf die Kamera ruhig nochmal durch die Gegend schweifen, sodass wir nochmal auf diese herrliche Landschaft heute schauen. Das ist ein geschenkter Tag, da die Song, den wir haben. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Lasst uns mit Freuden seinem Namen singen und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herrn, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, und Hände und Füße, Zung und Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herrn. Herr, du wirst kommen und all deine Frommen, die sich bekehren, gnädig dahin bringen, da alle Engel ewig, ewig singen. Lobet den Herrn. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und wenn einmal das Wetter wieder so schön ist und ihr Zeit habt, dann geht's da her und genießt hier die Landschaft, aber auch die Stille der Kapelle. Führt euch Gott.